hast vollkommen recht. Irgendwie ist echt die zweite Runde viel interessanter geworden. Ja, genau. Die zweite Runde ist ja eh aufgrund dieser total tollen Dynamik, die Valve eingebaut hat ins Spiel, sehr interessant geworden. Heute echt, du hast so viel Salz heute zu bieten. Nö, das ist einfach nur Benzin. Los geht's in die Piste Round. G2 gegen Immortals. Beide Teams, ich glaube, ein Sieg, eine Niederlage. Das muss ich gerade noch mal gucken. Genau, ein Sieg, eine Niederlage. Und boah, direkt Lukas vorne mit dem Contact. Einen gemacht, den musste er aber mit aller Gewalt niederdrücken. Und sie sind mit ihrem Vier-Mann-Push recht erfolgreich gewesen, G2. Und zusätzlich hat man Apex auch noch auf der Plattform. Der kämpft gegen die Statue und das zieht sehr viel Zeit von Immortals. Seine Teammates nehmen es auch ganz langsam jetzt in Angriff bei Erlang. Sie wissen, wenn Apex den Kill macht, muss Immortals verschieben, aber leider fällt er. Und jetzt kann G2 immer noch im 3 gegen 2 auf den A-Spot. Ja, aber da gibt es direkt ein Brett von Heni, der aus dem Connector rauszieht. Kenny S., der joggt jetzt mit der Bombe am Holz noch durch. Ein Distanzduell, das er nur schwer mit der USP gewinnen kann. Er ist auch der Verlierer, genauso wie dann am Ende noch der Kill von Steel kommt. So geht die Pistol Round an die Immortals, obwohl man eine ganz gute Ausgangssituation bei G2 hatte. Ja, mit Apex an der Plattform wäre mehr drin gewesen. Man könnte natürlich sagen, ja, Apex war da sehr lange am Leben. Vielleicht schickt man noch mal kurz einen rüber oder vielleicht rotiert man sogar komplett. Aber der Plan war eben der Plan und der wird durchgezogen. Das ist fast schon sehr deutsch gewesen von G2. Aber ja, man hat ja wenigstens ein paar Keys gemacht. Ja, das war die Handschrift von NKJ. Ja, genau. Die da durchgeblitzt ist. G2 spielt gerade einen Dropper-Play, würde ich sagen. Warten die Smoke noch ab und dann einfach Vollgas reinspringen. Steel hat eine schöne Position. Oh, er rastet hier ein bisschen aus, wird von Kenny geholt und jetzt gehen sie auch aus dem Fenster raus. Bones hat hier ein Distanzduell mit der UMP. Er ist am Ende der Sieger dieses Duells. Und jetzt kämpft er hier auch noch gegen Shox. Er hat noch einen HP. KNG hat sich jetzt Body geschnappt. Sie sind über den Balkon runtergedroppt. Und KNG zeigt mal, aus was für einem Holz er geschnitzt ist. Holt sich da nämlich mit der USP noch Apex. Aber Kenny S. kann ihn traden. Und jetzt geht Kenny S. auf jeden Fall erstmal auf den Bombenplant. Ja, keine gute Ausgangslage für ihn. Die CTs rotieren schon. Und mit 3 HP. Come on. Wenn er da noch einen Kill macht, dann kann er sehr froh sein. Alles klar. Die Kristallkugel. Das ist ein glücklicher Kenny S. Ja, der wird sich freuen. Die Tour ist zufrieden. Sie haben den Plant bekommen und Schaden gemacht. Und zwar sehr viel Schaden. Ja. Das, ich finde, man will in einer Force-By-Runde immer den Sieg. Ist, ja. Man versucht ja halt immer wirklich, die Runde dann auch auf Teufel komm raus zu gewinnen. Man kann auch glücklich sein, wenn man den CTs viele Waffen abgezogen hat. Also diese 3 Kills plus Bombenplant, das ist ein sehr gutes Trostpflaster. G2 wird jetzt aber nochmal eine Eco einlegen müssen. Da kann man auch... Oh, wir sind ja AK. Okay, da werde ich gerade eines Besseren belehrt. Da muss der Rest dann aber auch dazu kaufen. Und da sehen wir noch eine Galil, also 3 Pistolen, 2 Rifles. Sie wissen, dass sie die Immortals gerade dick bei den Eiern haben. Und jetzt müssen sie halt nur mit einer recht guten Taktik oder einem guten Gefühl dafür, auf was die Immortals jetzt umstellen werden, die Runde gewinnen. Ja, sehr risky von G2, zeigt aber auch, dass sie keinen Respekt haben vor Immortals, was man brasilianischen Teams ja auch nie zeigen darf, wirklich. Und vielleicht auch wieder, wie wichtig das Turnier genommen wird von einigen Teams. So, dein Lieblingssatz. Apex geht in die Mitte rein, man schickt die CZ nach vorne, war ein guter Hit dabei, man kann KNG also schnell traden. Und man hört die Rotation, aber NBK verschießt, er wäre sehr wichtig für G2 gewesen. Gut auch, dass man refraggen kann und vor allem der Frag von Shox im Dropper bringt die Immortals gerade in eine sehr schwierige Position, aber da finde ich den Backstep von Heni hier mit einem sehr guten Timing. Ja, also nicht falsch verstehen. Diese Runde sagt nichts über die Wichtigkeit des Turniers aus. Es war einfach nur ein guter Call von G2, weil man so nochmal auf jeden Fall viel Schaden macht, das weiß man. Wenn man die Runde nicht gewinnt, hat Immortals vielleicht noch 2 oder einen Spieler im Leben. Und damit hält man das Geld auf der CT-Seite sehr low und man weiß ja, wie krass Heni sein kann. Oh mein Gott, der Laufweg von Shox, der ist über den Spot an die Titanic. Und läuft jetzt hinten dran. Heni macht aber den Kill, der nicht gegen den Bombenträger war. Und Heni wird halt erwartet von Shox geholt. Und sie wissen, dass der B-Spot jetzt wahrscheinlich immer noch frei ist.
wundert mich ein bisschen, dass Steel jetzt nicht sofort rotiert. Also der denkt da vielleicht ein bisschen zu weit. 13 Sekunden. Oh, der Plant wird ein bisschen spät kommen, aber das wird von der Zeit her auf jeden Fall noch reichen. Guck mal, wie Body da sogar noch einzelne Ecken trackt. Und der Blick in Chicken Coop. Also guter Fokus von G2. Wollen sich hier echt nicht überraschen lassen, auch wenn es hier am Ende noch hätte riskant werden können. Ja, dass Steel von B kommt, ist schon fast offensichtlich. Sie haben dementsprechend auch die Position gewählt. Einer hinter der Statue, einer in den Treppen. Und das ist fast ungewinnbar für Steel. Am Ende fällt er auch noch gegen Body, genau, und, Body war im Spot. Genau, Body kam noch rum und genau. Der Spieler von der Titanic, der hat genügend Ablenkung erzeugt. Ich glaube, es wäre so oder so ein Kill geworden für G2. Und, damit geht der Call auf. Der Force-Buy wird gewonnen und wir sehen die Immortals, die haben keinen Bock auf Eco. Direkt erstmal gegen geforst mit zweimal UMP, einer Scout, zweimal CZ. Das ist sehr gefährlich. Gerade die Scout finde ich immer, da muss man sehr stark aufpassen, wenn man gegen eine Scout spielt, dass nicht zu viele Spieler einfach getaggt werden, weil dann eine CZ auch so übel viel Schaden machen kann. Ja, also das ist eine ganz gute Kombination an Waffen für Immortals. Ja. Mal sehen, ob sie die auch ins Spiel bringen, das ist ja die andere Frage. Wenn eine CZ close steht und die wird geflasht, dann bringt sie dir leider auch nichts mehr. Und das gleiche gilt natürlich auch für die Scout, wenn die gesmoked wird. KNG steht mit der UMP auf A, zusammen mit Lukas, also beide UMPs auf A und man hofft hier wirklich auf die Anschüsse von Heni, damit die CZs die Kills machen können. Mit Steel und Bolts hat er da ganz guten Support. Boah, ist halt echt so eine ultra langsame Schimmelpartie. Ja, es wird jetzt wirklich nur ein Dropper-Fake mit der Flash. Da steht halt jemand nah dran. Also wenn ein Peak von Steel kommt, ist die Info da, dass über Dropper erstmal keine Gefahr kommt. Gut gecheckt von NBK. Speedway und Säule angesagt von Body. Sie kriegen Heni raus. Zu wenig Schaden von den Immortals. KNG und Lukas könnten sogar überlegen, einfach ihre UMP und das Equipment, das sie dabei haben, zu saven. Das ist einiges, was sie da dabei haben. Und ein sehr solider, ausgespielter Go von G2. Aber halt gegen eine Scout und zweimal CZ. Da sollte das schon so aussehen. Ja, man hat gesehen, dass Bolts komplett Gold war, der close gestanden war. Und das erlaubt G2 dann das Speed eben aufrecht zu erhalten, während hier KNG noch fällt. Ich weiß auch nicht, warum er da nicht noch weiter weggegangen ist. Da braucht man jetzt nicht irgendwie auf Exit-Frags rumtun. Das ist ein bisschen übertrieben. Andererseits weiß man ja nie, vielleicht kriegt man dann eine AK noch irgendwie raus. Statt der UMP ist ja auch nicht schlecht. Aber das Geld im Armor, das kann man noch nächste Runde noch mal ein bisschen besser investieren. Aber zurück zum ursprünglichen Punkt. Bolts war Gold. Dadurch auch kein First Frag für die CTs und G2 behält diese ganze Kraft, diese Schnelligkeit im Go. Und das ist super wichtig gewesen. Da sieht man, wie schnell Bolts gefallen ist gegen MBK. Und der aimt sofort Statue ab, kriegt den nächsten Frag und den dritten. Und das ist diese ganze, wenn MBK da jetzt gefallen wäre, gegen den ersten, gegen Bolts, dann ist der zweite Spieler wieder 2 Sekunden später erst auf dem Spot. Dadurch sind die CTs wieder besser vorbereitet und so weiter und so fort. Außerdem wäre Bolts ja dann noch am Leben gewesen, hätte mehr Stress gemacht, noch mehr Zeit rausgeholt. Und das erlaubt dann solchen Eco-Runden irgendwie wieder das Comeback. Shox als erster an der Titanic vorne und hat hier erstmal freie Bahn. Aber fiese Position, die sich die Immortals ausgesucht haben. Bolts zieht auf Timing rum, kein Frag für ihn. Steel hat da hinter der Säule seinen Kill gegen Body gemacht. Sein Köpfchen wird gesehen. Es ist MBK, der ihn holen darf. Und ja, KNG und Heni. Heni versucht es nochmal von hinten, aber KNG will wahrscheinlich gar nichts mehr versuchen. Der bringt jetzt die USP weg. Saven muss man in der Situation auf keinen Fall. Also, was. Weiß nicht, warum Heni da jetzt noch so übelst am Fighten ist. Und jetzt soll er so ein bisschen in Richtung KNG locken. Da macht man die Runde eigentlich unnötig lang. Wer gibt mir jetzt bitte die 30 Sekunden meines Lebens wieder zurück? Ja, vielleicht ist das ja auch der Plan von Immortals, dass sich G2 das denkt. Mann, diese doofen jungen Brasilianer mit ihrem Tryhard immer auf solchen Events wie der ESL One. Come on, ja. Da kann man einfach mal reinlaufen, so wie Navis zum Beispiel spielt. Nee, das ist wahrscheinlich von Immortals wirklich dazu gedacht, den Gegner ein bisschen zu frustrieren. Und $300, darum geht es sicher nicht. Also die Smoke hin oder her, das ist ziemlich wurscht. Führung für G2 nach einer
verlorenen Pistol wirklich sehr schnell wieder in die Partie reingekommen. Nächste Waffenrunde allerdings auch für die Immortals, die ohne AWP spielen. Wahrscheinlich hat dafür das Geld jetzt nicht gereicht. Sie haben auch kein Diffuse-Kit, das sollten wir im Hinterkopf behalten. Und G2 spielt erstmal wieder recht langsam. Auch wenn das Tempo in der letzten Runde doch etwas schneller war. Aber gegen die Eco kann man auch mit einem etwas schnelleren Tempo spielen. Wir kommen Apex gut unten in den Dropper. An der Titanic waren sie schon relativ weit vorne. Und sieh mal an, wie viel Raum da gelassen wird. Eine riesen Deckungslücke. Apex mit einem einfachen Kill, wie der da einfach rausfährt. Sieht auch den da oben. Schöner Shot gegen Bolts. Der fehlende Helm, der macht sich gerade ultra bemerkbar, weil das ist ja noch eine M4, die Apex da spielt. Und da sind die Headshots natürlich sehr krass. Oh, die Runde ist weg für die Immortals. Eine Lücke, Runde weg. Ja, deswegen ist man ja auch Profi, damit man keine Lücken hat. Aber bei Immortals ist er gerade noch nicht wirklich viel angekommen auf dem Server. Die tun sich extrem schwer, sich selbst zu finden, ihren doch sehr selbstbewussten Spielstil, den sie normalerweise haben. Den können sie gerade nicht umsetzen. Auch aufgrund dessen, dass G2 das Geld kontrolliert. Und ich bin gespannt drauf, ob Heni sich fängt, wie er sich fängt und ob er es mit dem Rifle machen kann, muss. Oder ob er vielleicht doch irgendwann mal eine AWP in die Hand bekommt. Das muss ist ein sehr gutes Wort, was du gerade benutzt hast, denn wenn man jetzt wirklich so im Hintertreffen ist auf der CT-Seite, wird halt auch oft gesagt, okay, wir müssen jetzt kaufen, wir können nicht nochmal irgendwie eine Eco einlegen, so eine Komfort-Eco, sage ich mal, damit wir wirklich Geld für eine AWP mit Equipment haben. Und wenn das Geld halt nicht passt für eine AWP und das Team trotzdem kaufen möchte, so willst du ja nicht auch sagen, okay, ihr kauft und ich mache eine Eco. Das kann genau die Schwachstelle sein, die dann ausgenutzt wird. Ja. Also, erstmal wieder Eco angesagt. Teil-Eco angesagt für die Immortals. Sie haben ja zwei gesavte Waffen. Und beim Rest haben wir Deagle und CZ. Tempowechsel von G2 wäre halt so eine Runde, wo man schnell gegenspielen kann. Einfach weil die Immortals nichts zum Gegenwerfen haben. Es kann kein Molotov kommen, höchstens eine Flash oder halt eine Smoke, um früh zu blocken. Aber wenn man halt die Ansage hat auf der T-Seite, dass es schnell nach vorne gehen soll, dann böllerst du halt auch durch eine Smoke durch. Gegenboost, das ist der Call. Und da gab es einen ersten Frag aus... hinter der Säule war das, glaube ich, genau. Und der Boost funktioniert. Und das macht KNG ganz schön, zieht sich erstmal wieder zurück. Apex geht da schon raus. Zwei Spieler jetzt bekannt. Da läuft man gerade gut rein bei G2. Ja, das ist genau, was Immortals gebraucht hat. Eine Runde, die sie nicht gewinnen sollten, zu gewinnen. KNG kommt von hinten, droppt die Bombe. Noch einer geht down, Shox ist allein. Normalerweise würde ich sagen, Shox hätte da eine Chance, aber KNG ist noch respektloser, als G2 vorhin schon war. Ja, das war genau richtig. Ja. Man kann es nicht anders sagen, es lief genau so, wie es Immortals gebraucht hat, damit das alles genau so funktioniert. Auch der Backstep von KNG, gutes Timing von ihm. Und damit hat man dieses brasilianische Selbstbewusstsein angefeuert. Also... Heni hat die AWP. Mal sehen, was daraus wird. So sieht's aus. Und Heni darf direkt mal offensiv an der Titanic arbeiten. Das ist auch der Punkt gewesen, über den G2 sehr viel Druck aufgebaut hat. Nur sein Re-Peak-Shot findet das Ziel nicht. Und er gibt die Titanic-Kontrolle auf. Er entscheidet sich lieber, auf Nummer sicher zu gehen, den defensiveren Winkel zu wählen. Das bringt G2 hier wieder ein bisschen Raum, aber sie müssen sich auch dazu entscheiden, den überhaupt einnehmen zu wollen. Und ich glaube, die haben gerade einen riesen Respekt vor der AWP an der Titanic. Die orientieren sich gerade fast komplett in Richtung A. Ja, interessant, dass G2 ihn da wirklich umgehen will. Dass sie da nicht selber sagen, okay, die Runde gehen wir jetzt einfach mal drauf, zeigen ihm, wer der Herr im Haus ist oder versuchen es zumindest. Also sie wollen von vornherein vermeiden, dass er überhaupt ins Spiel findet. KNG hat hier ein paar kleine Probleme, weil er in so einer zwischen so zwei Smokes steht. Hat aber gesehen, dass niemand durchgelaufen ist. Lukas muss das jetzt übernehmen, weil KNG sich um die Mitte kümmert. Sie geben sich gegenseitig kein Backup. Lukas sollte allerdings nicht zu viel wollen an der Smoke. Wählt auch wieder einen defensiveren Winkel. Und lässt G2 jetzt erst wieder Shox arbeiten. Der geht gerade vor ins Duell gegen Bolts an der Titanic. Und dann zieht Lukas rum. Bekommt aber nur einen. KNG hat Body... noch geholt und KNG steht unten in der Mitte. Kein zweiter für ihn, aber auch da stimmt der Schaden wieder. 9 HP bei Apex übrig.
ist okay, was die beiden Spieler dann A gemacht haben. Und vor allem, was Heni da gerade macht. Guter Frag gegen Kenny S. Molotov unter den Balkon, aber da steht Steel schon in der Ecke und guckt dir die Zeit an. 8 Sekunden, was ein Frag von Apex. Warum wartet Steel denn nicht ab, bis die Bombe gelegt wird und zieht erst dann rum? So geht die Runde vielleicht nochmal an G2. Ja, mit 3 Kills hat Apex alles gemacht für G2 in dieser Runde. Auch geplantet hatte er noch zusätzlich. Shox war nur unbeteiligt dagestanden, hat ihn zugeschaut. Nein, er hat natürlich gedeckt, aber Bolts und Heni haben kein Equipment mehr für den Retake. Sie kommen beide aus der ähnlichen Richtung. Einer vom Balkon, einer durch die Tür. Shox hat diesen Winkel natürlich unter Kontrolle und da lässt er auch gar nichts durch. Heni, vielleicht könnte er nochmal einen Refrag machen. Oh ja, und Apex ist low. Wie schnell tickt die Bombe? Sehr schnell. Die ist wahrscheinlich weg. Er kriegt den Kill, aber muss abhauen. Ist nochmal getaggt worden. Und das könnten die Meta sein. Nein, er überlebt es noch. Mit 22 HP. Es ändert nichts daran, dass die Runde, die eigentlich so gut für die Immortals begonnen hat, am Ende noch verloren wird wegen dem Peak von Steel. Ich bin der Meinung, er kann in der Ecke stehen bleiben, bis er das Plant-Geräusch hört. Wenn er dann den Plant verhindert, ist Shox so weit weg vom Spot, dass die Runde mit Sicherheit an die Immortals geht. Ja. Selten, dass es so eindeutig ist mit kleinen Aktionen. Aber gerade wenn die Zeit eine große Rolle spielt, kann man es auf wirklich einen Peak zurückführen. Ja, es hätte ja fast schon gereicht, wenn er einfach nur stehen bleibt, damit Apex weiterlaufen muss, ja, um ihn dann überhaupt sehen zu können und killen zu können. Also ja, kleine Entscheidung, großer Effekt. Im Endeffekt hat G2 hier nochmal ein bisschen mehr Platz rausgeholt. Aber Immortals haben 2 AWPs dabei und jetzt hat auch KNG das große Holz in der Hand. Unter anderem auch mit Heni. Ja, der hat Shox gerade geholt. Ja, wo ist Heni? 9, der stand an B. Okay. Aber ich meine, es ist ein Trade, gutes Pre-Fire von Kenny. Vielleicht die Smoke auch gerade weggegangen. Für uns manchmal ein bisschen schwer zu sehen. KNGs Flick sitzt nicht, aber Heni ist es wieder, der sogar noch einen zweiten Frag oder einen weiteren Frag gegen Apex macht. Und der hat richtig Bock. Guck mal, wieder nach vorne, chased. Du suchst die Deckung, aber der Flick auf den Kopf von Kenny passt nicht und da segelt er noch auf das Dach vom Van. ABK mit dem letzten und so geht's hin und her. Kleiner Vorteil für G2, weil jetzt dürfte wieder recht wenig Geld bei den Immortals vorhanden sein. Ja, vor allem nach dieser Doppel-AWP, da ist wahrscheinlich gar nichts mehr da. Da Heni. Das ist auch der Grund, warum G2 diesen Force-Ball gespielt hat in der dritten Runde. Die wollen den von der AWP weghaben. Ja. Die wollten eigentlich ja ursprünglich gar nicht, dass er sie überhaupt in die Hand bekommt, weil man weiß, was der damit anrichtet. Vor allem auf einer Map wie Cobblestone. Sie lassen Kenny da oben alleine stehen. Apex und NBK helfen jetzt aber aus. Kenny überlebt das Ganze. Immer noch 54 HP. Und jetzt darf Kenny sie einfach nicht mehr zeigen. Und der piekt halt einfach nochmal rein. Der hat Bock. Oh, noch ein Headshot von Heni. Sehr viel Schaden. Sie wissen, wo er ist. Guck mal, die kümmern sich überhaupt nicht darum, die Bombe auf den B-Spot zu tragen. Die wissen einfach, wenn wir Heni hier holen, ist das natürlich schon vorbei. Und da fällt die Bombe. Oh. Also wenn Heni das wäre halt der Überklatsch. Aber da müsste sich G2 an die eigene Nase fassen. Heni, guck mal, jetzt haben sie gesagt, ey, scheiß doch drauf, dass der da steht. Wir gehen jetzt mit der Bombe auf B. Das wäre so nice, wenn er jetzt schon auf B ja, rotiert wäre. Ja, das wäre halt krass gewesen. Und dann den Bombenblend. Vor allem Apex hat 14 HP. Der kriegt noch einen. Er hat halt nur noch 3 Schuss in der P250. Oh, Quake-Style-Straving von Heni auch. Sehr schön. Ja, wird aber von der AWP aus dem Türmchen oben abgezielt. Jetzt will er die Waffe, ja. Okay. Und das ist nur eine MP7. Gut, es gab jetzt nochmal extra Geld. Also ich bin ganz ehrlich, hier hätte G2 auch einfach mit 5 Waffen auf einen B-Spot rennen können und da hätten sie 5 Waffen durchgebracht. Ja. Da waren sie halt echt hungrig auf den letzten Kill da gegen Heni. Einfach ja, auch das Minimax-Prinzip nochmal anzusprechen, das ja beim Major Offline Qualifier ganz viele Leute im Chat getriggert hat. Er hat aus einer Situation, aus der man nichts herausholen kann, etwas herausgeholt. Und da ist wirklich egal, was er macht, alles geil. Und dass er 2 Kills macht und für den zweiten $600 bekommt, Jackpot. Richtig. Ah, da läuft man einfach so in Bolts rein. Die Flash war halt nicht für die Position gedacht. Oh, und Apex, was? Der hat den nicht gesehen. Er vergisst oben in das Eck zu gucken. Ja, das ist wahrscheinlich wieder so ein Meme-Moment von ihm. Body übernimmt jetzt die Pose. Da gab es so einen kleinen Helm gegen MBK.
Oh, und auch da lässt man sich auf so ein Spray-Duell ein. Also G2 scheint die Runde hier gerade, oder das Game gerade ein bisschen auf die leichte Schulter zu nehmen. So viele kleine Aktionen, die ein Immortals halt wieder ins Spiel reinbringen können. Woran könnte es nur liegen, dass G2 dieses Turnier nicht so jetzt sei, ernst... Jetzt sei einfach ruhig mit dem... Come on! Nehmen. Worauf hat sich G2 vorbereitet? Warte, ich hab den Punkt, der noch eine Rolle spielen könnte. Das ist das erste Turnier, in dem man Punkte für den Intel Grand Slam sammeln kann. Ja, okay. Ja? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt ein Team 4 dieser Turniere gewinnen kann? Da hat sich die ESL nämlich einen richtig geilen Marketing-Joke ausgedacht. Das wird nicht passieren und deswegen kann man sagen, ja geil, wir hätten 1 Million ausgezahlt, wenn es jemanden gegeben hätte und deswegen machen wir einfach nochmal eine Season und dann gibt es wieder 1 Million und da hat dann praktisch mit 0 Ausgaben fett viel Werbung gemacht, weil jeder auf diese 1 Million abgeht. Ich ja extra sogar den Newsflash nochmal geupdatet habe. Bin extra nochmal ins Studio gegangen, nur wegen dieser Newsline, weil es krass ist. Weil es krass ist, genau. Trotzdem geiler Twist dabei. Am Ende könnte es ja vielleicht doch jemand gewinnen. Vielleicht schon, dann ärgert sich die ESL und die Teams auch, weil dann müssen sie wieder 2 Jahre auf ihr Preisgeld warten. Kenny an der AWP wieder langsam in der Runde. Wobei, ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber G2 hat in den letzten Runden doch eigentlich schneller gespielt. Und genau da sind sie dann halt immer reingelaufen. Und jetzt drehen sie halt den Spieß halt wieder um. Sie können das Tempo bestimmen. KNG, das kennen wir besser von ihm. Mhm. Aber da piekt Shox einen Millimeter zu weit und da kann Hini den Frag noch draus machen. So ein One-for-One-Köpfchen, ja, jetzt gesehen oder besser realisiert, wo die Schüsse tatsächlich herkamen. Ist das ist Lukas diesmal? Dicke Nate, die er kassiert. Er lässt Steel dafür dann arbeiten, der steht am Van. Kann, aber Bowles wird dann gleichzeitig geholt. Jetzt die Position getauscht. Steel jetzt auf dem Spot, da kann Lukas noch einen Kill machen. Steel aber geholt, Lukas mit einem zweiten. Kenny weiß ungefähr, wo der steht. Und Lukas holt auch noch den letzten Spieler hier. Stark gespielt. Und damit bleiben die Immortals halt echt gut dran. Ey. 7:5 ist noch einiges möglich in der ersten Halbzeit. Und das mit diesem Struggle, den sie am Anfang hatten, mit Heni, der jetzt in, glaube ich, erst 3 Runden die AWP gehabt hat. In jeder dieser Runden war er entweder daran beteiligt, dass sie gewonnen wurde, oder fast daran beteiligt, dass sie gewonnen wurde. Also hier natürlich Lukas mit dem M4, aber er hat den Support auf dem Spot. Also ich bin ein großer Fan von Immortals schon immer mehr oder weniger gewesen und ich bin weiterhin Fan. Auch wenn sie hier gegen G2 verlieren würden, die spielen immer wieder gut. Die haben dieses Feuer. Die haben das Feuer sieht man vor allem auch auf dem Server. Nicht so wie Navi, die ein Feuer haben, was man auf dem Server aber nicht sieht, weil sie ultra lahm spielen teilweise. Bei Immortals ist diese Spritzigkeit dabei. Sowohl von der Art, wie sie spielen, als auch wie sie interagieren miteinander als Team. Ja. Und wie sie dann auch Matches gewinnen oder auch verlieren teilweise. Das ist ein bisschen brasilianisches Temperament, was ja, da halt genau. Immer dieses Temperament, danach habe ich gesucht. Die Spritzigkeit und das Temperament. So ergänzen wir uns, Tabu. Ja. Wir sind ein sehr gutes Team. Vielleicht heiraten wir. Ach nee. Nee, ist der aber Zug ist Ehe für alle. Der was ist dann mit Doppel-Ehe? Nee, please, das geht dann nicht. Fix. Darfst auch deinen please Toaster fix, nicht Merkel. Ich hätte gerne so viele Frauen, wie sie wollen. Da wird Bolzka gut überfahren, auch Steel kann getradet werden. Oh, das ist halt richtig blöd für Heni. USP-Shots passen, aber oh, den dritten macht er nicht. Gut gespielt trotzdem von Heni. Nur gibt man Kenny S eine AWP in die Hand und das ist natürlich nie gut. Geht die Eco von G2 auf, nicht ganz, Kenny verschießt. 33 HP und da springt er lieber von der Titanic runter. Denn Body trägt die Bombe gerade auf den A-Spot. Und Lukas rotiert Tatsache Richtung A. Aber den Plant, vielleicht hört er ihn dann noch schnell genug. Vielleicht rennt er auch hier mit dem Messer jetzt raus, weil er denkt, dass die Bombe ist auf B gelegt. Auch richtig mies geplantet. Er hat es gerade gehört, genau. Das war der Moment, wo er es realisiert hat, dass er durch Zufall auf den richtigen Spot gekommen ist. Aber es ist am Ende doch noch Kenny, der seinen einen Fehler vorher jetzt wieder gut gemacht hat. Und ja, ganz wichtiger Frag, dass er Heni hier ausschalten kann. Instant die AWP. Echt nicht lang gebraucht für den zweiten.
Und auch sofort der Blick nach hinten. Es ist wirklich stark gemacht. Aber an sich die Taktik auch gut gewählt. Bolts am Stein zu überfahren. Wieder der Dropper die Lücke bei den Immortals. Ja, bei jedem Fällt Team. Auf, ja. Dropper ist einfach immer der Knackpunkt von Cobblestone. Und Teams, die es... Ich bin eher ein Fan davon, wenn du drin stehst, läufst natürlich Gefahr, geflasht zu werden und so weiter und so fort. Aber man sieht doch immer wieder Teams, die, wenn sie drin gestanden waren, ein paar Runden lang, das andere Team davon abhalten, es überhaupt wieder zu probieren. Das heißt, investier lieber die ersten paar Waffenrunden da rein, dir ein Image zu erarbeiten, dass Dropper eben einfach heute nicht geht, weil die stehen da drin und die sind da zu krass und dann gehen wir lieber da nicht hin, weil dann verlieren wir mal ein, zwei Kills oder so. Also erarbeite dir dieses Image vielleicht auch, indem du zwei, drei Runden verlierst, aber zeig ihnen, dass du da bist. Kann man natürlich so oder so sehen. Andererseits kann man den auch defensiv ganz gut decken, wenn man koordiniert ist. Und das war in dem Fall nicht der Fall. Wiederholt. Ja. Und es gab ein bisschen klein-klein am Seitengang. Leichter Vorteil für G2, die niemanden vor B stehen haben. Also können wir davon ausgehen. Oh, da ist gerade gespottet worden, dass jemand auf den Spot drauf ist. Also wir können davon ausgehen, dass G2 den Spot auch wirklich versucht einzunehmen. Aber dann werden sie sich halt gegen zwei Spieler von den Immortals werden müssen. Da wählt Heni gerade einen extrem langen Weg Richtung A. Und zwar über die T-Base. Das sind locker 20, 30 Sekunden mehr, die er jetzt braucht, um seinen Mates zu helfen. Und die sind jetzt gefallen. Und dann lieber jetzt die M4 für die letzte Runde aufheben. Er wird sich wahrscheinlich hinten in das Eck reinstellen und ja, einfach nur noch warten. Weiter weg vom Spot geht nicht. Egal von welchem. Ja, kaum. Vielleicht der Prinzessinnen-Tower, weil er noch leicht erhöht ist oder so von der Diagonale. Ich glaube, ganz oben rechts diese Ecke, ja. In dem Grün. Das wäre, glaube ich, das weiteste vom A-Spot auf jeden Fall. Da oben auf dieser Galerie. Ja. Also, Immortals oder beziehungsweise Heni hat da einmal kurz die Map falsch rumgehalten und ist in die falsche Richtung abgebogen. Ich glaube sogar, dass sein Timing ganz gut gewesen wäre, wenn er halt über Dragonlore in die Mitte reingegangen wäre. Andere Frage natürlich, will er überhaupt dahin, wo alle Terroristen sind, wenn er schon weiß, dass er wahrscheinlich gleich alleine ist? Da ist sogar noch ein CT gefallen. Ein T. Schocks. Ist er gestorben? Noch zur Bombe. Wenn ich in der vorletzten Runde bin, so genug Geld habe, um nachzukaufen, dann bleibe ich lieber noch mit einem stehen, der verhindert, dass es einen Ninja-Defuse gibt. Ja, ich war nur gerade entsetzt, weil Ts, die zur Bombe sterben, immer wieder ein kalter Schauer über den Rücken läuft. Ja, und da hat auch Sponge nochmal getwittert, wie bitte konnte G2 gerade diese Eco gewinnen. Wir haben es ja... Ja, der Meatball, das ist einfach das Trading. Ja. Wenn du, und außerdem hat derjenige, der am Tor gestanden war, einfach den, das war Bolts, glaube ich, genau. Oder Bolts Steel. Am Stein, Steel an der Tür. Ja, also einer von den beiden muss mindestens drei Kills machen in der Situation, wenn er so gepusht wird, muss. Sonst ist die Runde eben verloren und das war sie ja dann auch. Ja, und da haben wir auch schon den ersten Tod von Lukas gesehen. Das bringt die Seitengangkontrolle für G2, die ein echt variables Spiel gezeigt haben. Ich könnte jetzt nicht sagen, welchen Spot sie öfter angespielt haben, ob es A oder B war. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Ja, das stimmt auch. Und sie haben auch Dropper immer wieder einfließen lassen und so. Also echt sehr schönes, dynamisches Spiel. Das ist halt auch extrem schwer für die Immortals irgendwie durch eine Umstellung was zu reißen. Aber sie verlieren gegen KNG durch das Trade-Verhalten immer noch den Vorteil. Oder durch den Trade besser. Auch hier richtig, finde den Molotov vom Body vielleicht nicht perfekt platziert, aber es sollte reichen. Smoke Push von Heni sehr einzeln. Das kommt bei den Immortals häufig vor, wenn sie halt wirklich am Verlieren sind, dass sie mit Einzelpushes versuchen, Spiele zu retten. Das ist vielleicht auch ihr größtes Manko bei dem Line-Up. Das Temperament. Das Temperament eben. Kann so oder so ausgehen. Wenn sie dann treffen, dann schauen sie mal wieder geil aus. Das ist super Smoke für Bolts. Aber wird gesehen. Gut abgezielt von NBK. Bei Smokes muss man immer aufpassen, ob der Gegner da nicht einen Move spielt. Ja. So gehen wir mit 10-5 in die Halbzeit. Ja, respektabel für G2. Immortals braucht sich zwar nicht verstecken, aber da hätten sie mehr draus machen können. Vielleicht auch die Plattform. Ja, das ist einfach echt. Ich lasse nochmal alles Revue passieren und sehe wirklich, dass G2 alles Mögliche angespielt hat. Mhm. Und du kannst nicht sagen, ja, hätten sie aber hier da das und das gemacht, dann ist aber das andere Loch noch größer. Wir machen eine kurze Pause, wir sehen uns gleich wieder zur Halbzeit Nummer 2.
Willkommen zurück zu Halbzeit Nummer 2 zwischen den Immortals und G2 Esports. Wir haben eine am Ende doch vielleicht überraschend deutliche Führung für G2. Man muss dazu sagen, dass diese gewonnene Eco von G2 zu diesem 10-5 dann auch sehr viel beigetragen hat. Ja, und der Force Buy in der dritten Runde. Also beide Male. Sehr guter Punkt, ja. Ja. Auch vielleicht der, also sowohl als auch, hat die Eco auch die AWP wieder weggenommen und Immortals hatte dann wieder keine AWE, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Was auf jeden Fall safe ist, dass der Force Buy von G2 in der dritten Runde ihn für 5 Runden lang die AWE verwehrt hat. Und das hat man gemerkt ohne Ende. So, okay. Jetzt Fokus und da geht's doch bei den Immortals sehr kompakt Richtung Titanic. Der Bolt nach oben im Dropper, Kenny S. am Stein. Da ist auch noch Shox dabei und sie verstecken da jemanden. Das ist Body. Ah, der hat sich nochmal gezeigt und der beginnt die Runde auch mit dem Headshot gegen Lukas. Gutes Tempo von den Immortals. Body bekommt aber noch einen zweiten. Jetzt erst gestoppt von Skill und das Umlaufen am Speedway. Das funktioniert richtig gut, denn auch da macht KMG noch einen Kill. Der ist jetzt allerdings alleine gegen 3. Der Wechsel auf die USP ergibt vollkommen Sinn. Damit kann er gut wegtappen, aber macht den ersten. Kommt der Reload. Der ist da echt nochmal weggekommen. Was? Wie kann Shox den nicht machen? KNG kann das also immer noch gewinnen. Kleines One-on-One-A-Map-Duell, das dann an Shox geht. Und da ist die Pistol-Round für G2 Esports. Ich glaube, der musste selber reloaden, anders kann ich es mir auch nicht erklären. Weil Zeit war eh noch genug da. Vielleicht sehen wir es nochmal aus seiner Perspektive. Ja, ich glaube, die ESL hat nur die eine, gell? Ja, immer nur die müssen eine. Wir mal schauen. Ja, dass er da wegkommt, war echt lucky. Wobei, gegen wen hätte Shox seine ganzen Schuss ausgeben müssen? Ja, doch. Shox hat nämlich... Oh, was für ein Move von Hini. Wow. Und er holt hier fast noch einen zweiten. Sie bekommen dann MBK doch noch von der Säule weg. Da hat sich G2 gerade schön die Butter vom Brot nehmen lassen. Das ist eine flawless Forceball-Runde für die Immortals. What? Kann mal passieren. Mit der Disrespect-Move von Heni einfach in den Dropper rein, ohne Ankündigung, keine Granate oder so. Und dann tappt der da auf Distanz den Spieler vor der Titanic weg. Ultra wow. Wichtig für Immortals ist, dass die Runde gewonnen wird. Während ich noch darüber sinniert habe, wie und was da jetzt mit Shox gewesen ist in der Pistol, hat Immortals, oder vielleicht hat G2 selber noch drüber nachgedacht, aber Immortals überfährt sie da einfach. Richtig nice. Ist auch schön für die Spieldynamik. Jetzt muss G2 nämlich noch mal ein paar Mal saven, außer sie gewinnen selber die Eco. Und die haben 4 Mann auf dem B-Spot. Also schöner Stack. Ja, und auch der richtige Call. Denn Body steht close. Body hat eine 5-7. Ihm fehlt ein bisschen das Backup. Also er muss halt ablenken, damit Shox zuschlagen kann. Bisschen zu wenig, aber Kenny S. hat halt jetzt Lukas geholt. Ich glaube, die haben null auf dem Schirm, dass da links in der Ecke noch Shox steht. Ja, Kenny mit der zweiten Deagle-Schelle, dann zieht Shox rum. Gutes Timing, aber kann von Bolts direkt gerefragt werden. Kann Kenny hier vielleicht nochmal mitmachen? Das dritte Ding von Kenny mit der Deagle. Heni, jetzt letzter Verbleibender gegen 2. Und Kenny geht erstmal nach vorne. Boah, der hat jetzt richtig Bock mit der Deagle sein 4K zu machen. Und da ist das 4K von Kenny S. Mini-AWP on point. Ja, wie ich gesagt habe, man nennt mich die Kristallkugel in Deutschland. G2 gewinnt die Runde dank Kennys 4K. Unglaublich, dass die Runde von Immortals nicht gewonnen wird. Aber, ich zitiere mich selbst aus den vorangegangenen Runden, super für G2 Esports, aber gleichzeitig auch super fürs Spiel und die Spieldynamik, denn jetzt haben wir 2 Force Buys gegeneinander. Und wer den gewinnt, hat dann wieder erstmal ein bisschen die Überhand. Aber es ist ein chaotisches Spiel, zumindest wird es höchstwahrscheinlich auch diese Runde ein bisschen chaotisch werden. Ey, wieder so ein B-Spiel von den Immortals. Diesmal halt nicht mit dem schnellen Dropper-Play, das eben geholfen hat. Diesmal wäre halt auch NBK in der Nähe. Penny, Anna Lang. Also die Immortals wollen den B-Spot doch nicht als einzige Option haben. Und sie rotieren auch Tatsache rüber. Apex und Kenny S. waren dann, aber Kenny S. rotiert nochmal in den Connector rein. So lassen sie Apex da alleine stehen.
Kein Move an der Mitte. Und ein eher semi-optimal platzierter Molotov. Und irgendwas von Apex ist da anscheinend gesehen worden. Aber er kann noch nachsmoken, verliert auch nicht allzu viel HP in der Situation. Steel steht jetzt bereit. KNG kommt über die Rampe hoch. Er kann Kenny da nicht holen. Und dann macht Kenny doch den Frag gegen Alang. Apex steht da. Und Apex macht sogar zwei. Die Deckung von der Holzwand gekommen. Dreht sich nochmal um. Der ganze Split von den Immortals hat sich in Luft aufgelöst, weil Apex da die wichtigen Frags gegen die Rampe machen konnte. Und jetzt steht man halt auch gut bereit, um das Durchpushen auf den Spot aufzuhalten. Trotzdem kann das noch durch gute Frags von den Immortals gerettet werden. Aber es müssen halt wirklich Headshots sein, die man sich ohne Granaten erarbeitet. Da ist Body zur Stelle. Lukas dreht sich zwar nochmal um, aber Shox zu nah dran, als dass er da noch wirklich einen Headshot kassieren könnte. Das ist also eine wichtige, wichtige Runde für G2 Esports. Denn das ist so der erste Schritt in Richtung Sieg für die Franzosen. Ja, und Apex gut in Form. Das ist doch immer schön zu sehen. Hat 14 Kills gerade. Natürlich uneinholbar. An erster Stelle steht Kenny mit 24. Auch der findet sich wieder sehr schön zurecht. Habe auch erst vor kurzem eine Art Hommage an ihn auf dem YouTube-Channel gemacht mit dem 99 Damage Plus. Und jetzt kommt der NBK mit der UMP durchgerusht. Auch da war wieder Apex mit involviert. Und Heni ist alleine. Also zumindest die Eco geht nicht verloren. Ja. Oder sollte nicht verloren gehen. Apex hat erstmal einen kleinen Dämpfer bekommen. Ja, Kohle wäre gar nicht so verkehrt für Heni. Mhm. Ähnliche Situation wie vorher, wo mit der P250 halt noch P52 und MP7 dann noch zwei Kills gemacht hat. Aber diesmal kommt da nicht wirklich mehr bei rum. So ist es Runde 14 für G2. Ganz nah dran. Am Sieg. So, und vielleicht jetzt auch mal ein Timeout von den Immortals. Ich habe aber immer das Gefühl, die Immortals nehmen recht selten einen Timeout. Was man auch wieder auf so eine Temperamentsache zurückführen könnte. Sie haben jetzt 5x AK. Sehr begrenzte Granaten. Also wirklich 5x Smoke ist gut. Aber dann insgesamt 3x eine Flash ist halt sehr dünn. Das muss man jetzt halt gut einsetzen. Spricht eigentlich auch dafür, dass sie die Runde wahrscheinlich langsam angehen werden. Nutzen eine Flash, um in die Mitte reinzukommen. Und da ist Heni schon down ohne seine Smoke vorher. Wobei, könnte sein, dass er die Smoke geworfen hat. Aber er ist down. Das ist der Punkt, der zählt. G2 bleibt aber trotzdem erstmal mit zwei Leuten da stehen. Und Shox hat sich halt die Pose hinten in der Ecke gesucht. Wieder eine Sache der Ablenkung. Bolts hat er kurz rein gezielt. Shox wird das dann doch ein bisschen zu heiß. Und vielleicht geht er wieder hinten in die Ecke rein. Jawohl. Er steht also wieder direkt an der Treppe, an der Titanic-Treppe dran. Und wird von da aus wahrscheinlich wieder versuchen, zu Schaden zu machen. Aber es ist Steel aus dem Dropper, der auch Shox dann holen kann. KNG kann Body refragen. 2 gegen 2. Und KNG ist laufig. Und hat NDK den nicht auf dem Schirm. Lukas hat vorher noch Apex bekommen. 14 zu 7. Und seht euch Apex an. Ah, läuft nicht so richtig für ihn. Wieder dieser Blick. Was ist denn hier bitte los? Also ich habe gerade seinen Blick beschrieben mit dem Satz. Ja, und da gleichzeitig auch die Blicke von wahrscheinlich einigen Zuschauern. Ja. Also Immortals, ja, P90 für Heni. Ja, wenn er die AW nicht kriegt, dann muss es eben die P90 tun. Oh, wow. Geblockt. Hey. Das kann passieren. Kommt noch ein Stau. Ja. Und in der Rush Hour kriegt man dann doch manchmal einen Hitzeschlag. Zum Glück ist Heni dran nicht gestorben. Na, Shox. Wirklich gute Flash. Darf man jetzt nicht unterschätzen, wie weit der Weg von der Titanic bis zum Chicken Coop ist. MPK. Diesmal, das sieht Dabu natürlich gerne, offensiv im Dropper erfolgreich gewesen. Da muss man auch fragen, muss man da durch die Smoke pushen? Eigentlich eine zu wichtige Runde für die Immortals. Als dass es hier wirklich mit Einzelaktionen dann gelingen kann. Und sie zielen halt sehr schnell nach hinten ab. Aber G2 hat noch wenig Anstalten gemacht, hier auf der CT-Seite mit Backsteps zu arbeiten. Ja, Body den nächsten einzeln bekommen. Und so zerbröselt der Keks nun einmal. Oh Mann, oh Mann. Also,
Klar, Heni und Lukas, die beiden Zwillingsbrüder, auch immer gut für solche Klatsches, aber 2 gegen 5 ist dann doch schon sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. So, und Heni, er droppst auch mit runter. Und jetzt halt, 31 Sekunden. Das Backstep-Timing von Apex gefällt mir hier sehr gut. Dass er nur eine Mac7 hat, nicht ganz so perfekt. Jetzt hat Kenny erst Lukas geholt. Heni überfährt ihn dann einfach mit der P90. Da waren immer noch 20 Schuss drin. Aber er hat nicht mit Body gerechnet. So haben wir die 15. Runde für G2 Esports. Und da sehen wir nochmal den Block. Und sie haben doch andere Kameraeinstellungen. Ah, sowas kann einfach passieren. Das geht ganz schnell. Und da tickt der Molotow natürlich gnadenlos. Die HP weg. Ja. Und die hätte er doch ganz gerne noch gehabt. Aber der gelbe Wagen, der rollt, auch wenn er im Moment blau ist, mit ein bisschen weiß und rot noch mit dabei. Die französische Farbe der Liebe. Mit der AWP kann Shox hier vielleicht sogar dann schon den Sack zumachen. Aber ich würde da eher auf Kenny S wetten, der ja mit seinem langen Lauf auch einen guten Lauf hat. Das ist so gut, dass sie ihn jetzt an der Titanic oben abstellen. Die Models haben halt auf A echt wenig Land gesehen. Die haben einmal einen Split Richtung A gespielt, der wurde von Apex aufgehalten. Und ansonsten haben sie halt auch immer wieder Probleme halt hier an der Titanic. Jetzt machen sie es noch mit einem Flashhagel. Body sieht da allerdings noch genug und Kenny ist immer noch an der Treppe. Body aber auch jetzt von Steel geholt worden. Kenny könnte noch ein bisschen Backup von NBK warten. Die Nate geht rein und Kenny, der hat richtig Bock. Da ist es nur noch Bones. Einen macht er nicht mal, also ist es das 16 zu 7 für G2 Esports. Nichts ist es mit Knochenregel. Ja, leider nicht. Die haben ja gestern bei Mausports gesehen, die Knochenregel. Ja. Da habe ich auch gleich schon gesagt, Mausports, kein Stress, war ja nur Knochenregel. Richtig. Geht sofort weiter, ja. Und das war's auch. Also vollkommen korrekt von dir, ja. Bei Mausports.